Weil wir gerade im Livestream sind und ich das Ganze jetzt nebenbei nochmal aufnehme, separat, wenn ihr Level 50 seid mit eurem Draenei, braucht ihr auch nicht über den Ruf, wie es früher war. Ihr könnt die Quest dann über einmal über das Abenteurer-Menü starten, so durch das Ganze raus, Traditionsrüstung der Draenei. Das ist das, was wir jetzt quasi machen. Also wir fangen jetzt damit quasi an. Und dann schauen wir mal. Ich habe gerade die Quest nämlich bekommen, habe es aber nicht angenommen. Oh, steht der Holostein noch auf Stumm? Ah, nein? Gut, gut. Wenn ihr dies hört, kommt schnell zu Exodar. Ich brauche eure Hilfe bei einem Projekt. Ja, wir stehen schon auf der Exodar, weil ich die Quest ja gerade bekommen habe. Stehen wir nämlich schon da. Und ich hätte die gerade nämlich gesucht. War gut zu wissen, dass wir das über das Menü nochmal auch mal machen können. Da seid ihr ja, Champion. Ich dachte schon, der Holostein, den ich euch schickte, war nicht genug geladen. Die Quest wird auch nicht allzu lange gehen. Ich denke, wieder so eine halbe Stunde oder so. Die Windikar steht euch zu Diensten. Wurdet ihr nicht über den Anlass informiert? Der Prophet hat verkündet, dass wir das Tishamat feiern. Heute. Ganz spontan. Ihr wisst sicher noch, dass das Tishamat auf Argus jährlich stattfand. Eine Zeit, den Ballast der Vergangenheit zu reflektieren, daraus zu lernen und nach vorn zu blicken. Es wurde seit Jahren nicht mehr gefeiert. Doch der Prophet will die Tradition wiederbeleben. Und jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Unsere Zeit ist gekommen. Möge unser Projekt passt gut zum Tishamat. Deswegen hat Velen uns gebeten, es bei den Feierlichkeiten allen vorzustellen. Aber wir können nichts vorzeigen, wenn der Emitter nicht funktioniert. Schließt die Arkonit-Kristalle an. Vielleicht lädt ihn das auf. Der Emitter funktioniert. Jetzt brauchen wir die Präsentation und einen Moderator. Wir werden bestehen. Atania kann nur wie ein Talbuk sein. Lasst euch auf keinen Fall von ihr abwimmeln. Schnell jetzt! Nutzt falls nötig meinen Holostein. Als ob wir ein Portal hätten, der Schattrat. Oh, was ist das denn hier? Unvollständiger Wächter. Wenn ihr mich stören wollt, solltet ihr wissen, dass ich einen Bogenschweißer und keine Geduld habe. Ja und? Das ist jetzt welches Problem? Als älteste Konstrukteurin bin ich sehr beschäftigt. Ich sagte Romul schon, dass die Pläne fertig sind. Aber wenn er auf der Exodar auf mich wartet, kann er lange warten. Meine Arbeit ist in Shattrath. Ich werde sie nicht für eine veraltete Tradition unterbrechen. Okay, ist ein bisschen pisst. Mir reicht's. Noch eine gute Idee an Höflichkeiten verloren. Nehmt den Kristall von Berun. Dann verlasst meine Werkstatt. Oh, guck mal, der hat ein Haustier auf der Schulter. Der hat sich so ein Extra auf die Schulter gesetzt. Eines Tages hilft meine Forschung hoffentlich meinen Leuten. Es ist einen Versuch wert. Doch wenn das Tishamat sie verärgert, könnte es nicht funktionieren. Okay. Soll ich mal rüberfliegen? Ihr
ihr da? Habt ihr eine Hand frei? Einige Kisten unserer Ladung wurden vom Wagen gestoßen. Netter Sturm, Drenit, ist schrecklich. Wir hätten die Kisten verstärken sollen. Ich brauche ein Ziel. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette, wie man so schön sagt. Danke. Wir übernehmen die Kisten. Ihr könnt diese Drenit-Fragmente zu den Kristallschmieden bringen. Oh, ich darf sogar aufmorden. Und wieder zurückfliegen. Nice. Möge das Licht euch umarmen. Ah, die verschollene Lieferung. Sagt der obersten Konstrukteurin, dass wir das nach dem Tischamat verarbeiten. Wir schließen über die Feiertage. Ja, Arkenon Poros. Ach, ihr? Wenn ich Hilfe bräuchte, hätte ich darum gebeten. Meine Arbeit ist sehr präzise. Ich brauche keine ungeschickten Novizenhände. Berun, holt den Kristall. Bringt ihn zu Romul. Sagt ihm, ich bleibe dem Tischamat aus gutem Grund fern. Ja, oberste Konstrukteurin. Kommt, Champion, ich hole euch den Kristall. Es ist irgendwie so begeistert, eines Tages oberster Konstrukteur zu werden. Ich sollte zurück an die Arbeit, wie befürchtet. Es ist nicht ihre Arbeit, es ist das Tischamat selbst. Das Tischamat ist eine Zeit des Erinnerns und des Loslösens vom Geschehenen. Sie verlor ihren Vater, Exarch Hataru, bei der Belagerung. Das Thema betrübt und erzürnt sie. Atanya mag noch nicht bereit für das Tischamat sein, aber vielleicht können wir helfen. Dann fliegen wir eben darüber. Kommt und sprecht mit mir. Auch dies wird vorübergehen. Ob das so gut ist, die Dinger zu aktivieren? Ich weiß ja nicht. Danke, Nemuran. Könnt ihr mich jetzt sehen, Champion? Wer bist du? Sprecher für die Toten. Ah, okay. Erinnert euch, zögert nie, das Richtige zu tun. Trefft mich auf den oberen Ebenen. Wir werden dort mit den Geistern sprechen, um sie auf die Reise vorzubereiten. Ach, die packen die dann da rein? Hey. Das ist das Grab von Exarch Laru hier, dem General des Propheten. Sprechen wir zuerst mit ihm. Er verteidigte Shatrat bis zum Tod. Die Geister suchen noch immer seinen Schutz. Wir müssen sie zur Ruhe betten.
Er willigt ein, versiegelt seine Urne mit dem Mal von Dore. Möge das Tishamat die Schuld von Laruhir nehmen, Shatrat nicht gerettet zu haben. Finde ich gar nicht schlecht, so die Quest, ne? Dass er versucht, den Leuten da irgendwie zu helfen. Sprechen wir jetzt mit Exarch Kelios, dem ersten Verteidiger und der Bastion von Karabor. Er bekämpfte das Dunkel dort, aber es folgte ihm. Vorsicht! Je kleiner die Flamme, umso schneller brennt sie ab. Ah, lass mich raten, ich muss alle großen Flammen anmachen, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass die ausgehen. Kelios stimmt dem Tishamat zu, versiegelt seine Urne. Möge Kelios das Dunkel nicht mehr fürchten und das Licht sein Leid lindern. Ah, Restalan. Laruhirs Mentor. Seine Geschichte ist voller Blut und Verrat. Er gab den Orks unwissentlich die Waffe, die ihn vernichtete, und Telmor. Wir müssen seine Schuld tilgen. Jetzt sieht Durutha genommen als Vorlage? Jo, haben sie. Ich habe kein Ziel. Wunder, dass seine Seele dieses Wüten überstand. Er willigt ein. Bitte, versiegelt seine Urne. Es mag viele Tishamats dauern, bis Restalan ruhen kann. Aber ich werde ihm helfen, was auch passiert. Nun gibt es keinen Weg zurück mehr. Haben Sie jetzt aber die Synchronsprecher geändert? Danke für eure Hilfe, Champion. Das Grab von Exarch Hataru ist gleich gegenüber. Folgt mir. Ich jetzt eben drüber, weil das geht jetzt wesentlich schneller, als wenn ich jetzt diesen Kristall nehme. Exarch Hataru hat sein Leben akzeptiert. Seinen Tod, seine Erfolge und seine Fehler. Richtet eure Bitte an ihn. Spüre, dass Exarch Hataru nur bereut, seine Tochter zurückgelassen zu haben. Das Geschenk des Exarchen seiner Tochter zu überreichen, könnte beiden Frieden bringen. Okay, dann wieder zurückfliegen. Was? Ein Fisch kann übrigens fliegen. Also wenn wir gleich durch sind mit der Questreihe, werden wir gleich bloß einen Architekt weitermachen. Wer es nicht durchgeht, WoW-Spiel heute. Immer so als Info nebenbei. Aber ich würde dann vorher gleich mal eben auf stille Örtchen gehen und mit neuen Themen machen. Und ETS kommt dann irgendwann im Laufe des Abends, irgendwie so um 11 oder so, 10, 11 Uhr rum, denke ich. Je nachdem, wie weit wir kommen, noch ein Prison Architect. Ich habe ja schon so ein bisschen was vorbereitet. Also mal gucken, ob wir es heute hinkriegen. Sollte klappen, weil ich habe jetzt gesehen, man sollte wohl ein paar Sachen vorab ändern, ansonsten funktionieren nämlich manche Dinge. Ich habe mir gestern ein Video rausgesucht und er hatte das nämlich vorher nämlich schon gesehen, so also nachher gesehen, weil dann die Aufnahme abgeschmiert ist.
Und wir müssen das Gefängnis nachher vergrößern und ich hätte gar nicht so viel Baum brauchen. Also ich guck mal, ob das nachher funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Warum seid ihr zurück? Aber ihr seht das ja dann gleich. Ach, mir reicht's. Noch eine gute... Ach, was ist nur los mit euch? Ich sagte, ihr sollt gehen. Und ihr plündert das Grab meines Vaters? Atania, ich habe sie geschickt. Exarch Hataru würde euch dies hier nicht wünschen. Er würde wollen, dass ihr unter eurem Volk seid und zeigt, was ihr erschafft. Und nicht, dass ihr euch hier einsperrt. Was? Ich? Als oberste Konstrukteurin bin ich sehr beschäftigt. Ja, zurück zu Dingens. Kommt da noch Gefäßtexte? Mein Vater war der größte Konstrukteur Draenors. Er lebte für Shadrath und starb dort. Manchmal frage ich mich, ob ich auch so ende. Aber das werde ich nicht. Die Stadt, die ich entworfen habe, ist, was diese sein sollte. Was sie sein könnte. Ich werde den Datenkristall zu Exodar bringen. Zum Tishamat. Ach, jetzt auf einmal doch? Aber das als Ruhestein wäre cool. Schön, dass ihr hier seid, oberste Konstrukteurin. Ihr erspart mir Kopfschmerzen. Hm. Übertragen wir die Pläne, bevor ich es mir anders überlege. Kommt, unterhalten wir uns. Die Wind. Sogar auf Azeroth sind Dämonen dreist. Mutig. Argus wird immer unser sein. Nehmt diesen Mannerochen. Wir treffen Wellen gemeinsam auf der Blutmythos-Insel. Yeah, wir können fliegen. Wellen berichtet von mindestens 4 Satyr-Angriffen auf Draenei auf der Azur-Mythos-Insel seit dem Morgen. Ich kann den Text leider nicht lesen, das ist verschwommen. Ich wollte die Verteidiger zusammenrufen, aber Wellen will keine Panik auslösen und das Tishamat trüben. Er will die Satyren heimlich zur Blutmythos-Insel zurücktreiben, um Reisende zu schützen. Vorerst. Aber Wellen weiß, dass er Hilfe für seine Bemühungen braucht. Also rief er mich und andere Verbündete zu Hilfe. Wir sind Experten im Töten von Dämonen, wie auch ihr. Mit eurer Hilfe sollten wir es schnell schaffen und leise. Diese Verderbnis durch den Absturz der Exodar ist seltsam. Stimmt. Die Nether-Energien, die aus dem Schiff fließen, erschweren die Reinigung der Blutmythos-Insel. Ihr werdet Veränderung bewirken. Beschreitet den Pfad der Erde. Hütet euch vor Fremden. Warum habt ihr diesen Dämonen so lange erlaubt, diese Gegend zu verseuchen? Uns fehlten Zeit und Ressourcen, um sie auszurotten. Andere Bedrohungen zehrten an unseren Kräften. Ihr Opportunismus endet heute. Ich werde sie alle persönlich abschlachten, wenn ich muss. Wenn er muss, ihr könntet ja mal mitkommen und uns helfen. Was haltet ihr denn davon? Obwohl das ja eigentlich relativ zügig gehen sollte. Ich
muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Was brauche ich denn von denen? Oh, ich muss die looten. Ups, ich habe gedacht, ich brauche die nur umhauen. Ich habe die nicht gelootet. Cool. Man sollte auch seine Questtexte lesen. Das ist halt, wenn man seine Questtexte nicht liest. Ist egal, wir können ja nochmal zurück. Können wir die ja noch looten. Deswegen, das geht ja noch. Siehst du, jetzt haben wir direkt 5. Die haben wir. Da oben hinten haben wir auch noch einen. Er hat nicht gedruppt. Und druppst du? Auch nicht. Das ist die Strafe dafür, weil ich gerade nicht gelootet habe. Jetzt einfach Schluck auf. So, 6 von 8. Sehr schön. Totems brauche ich denn noch? 3. Okay, der zählt nicht, den kann ich nicht looten. Könnte sein, dass das ein Bug ist oder er hat einfach nichts zum Looten, das kann auch sein. Aber jetzt kann ich wieder nicht fliegen, ne? Das ist halt das Problem, weil es gibt hier keine Grafik. Also die haben halt das nicht fertig gemacht, die Ecke hier mit Exodus fürs Fliegen. Und auch Silbermond ist quasi ein Gebiet, wo man nicht fliegen kann. Das ist quasi der Blutelfental. Und dort kann man auch nicht fliegen, weil Blizzard das nicht fertig gemacht hat mit der Karte. Und deswegen kann man dort nicht fliegen. Es soll aber wohl alles noch kommen. Es soll wohl auch Silbermond komplett umgebaut werden. Deswegen bin ich auch dann mal sehr gespannt, was da kommt. Im nächsten Addon. Vielleicht können wir dann ja da mal fliegen. Vor allem bin ich auch gespannt, ob man im neuen Gebiet dann schon fliegen kann. Oder ob das noch kommt. So, 6 von 6 haben wir auch schon. Wir sind nämlich gleich Level 51. Aber wie gesagt, wir machen auch die Questreihe mit der Tradition. Dann ist der Char auch soweit abgefrühstückt. Dafür war der ja gedacht, dass wir uns das anschauen. Und dann ist das Projekt auch erstmal zu Ende. Keine Angst. Weisheit leitet euer Schritt. Ich habe kein Ziel. Ich werde mein Volk durch die Dunkelheit führen. Die Tiefe der Verderbnis in diesen Tieren. Das ist nicht das Werk niederer Dämonen. Hinter diesen Angriffen steckt also eine größere Bedrohung. Seid gerecht. Arzal. Ihr sucht im Satyr-Lager im Norden. Champion, Hatun, folgt mir. Wir suchen im Lager im Westen. Natürlich. Hatun, nehmt diesen Sargarit-Splitter. Er wird euch zur Teufelsmagie der Manari führen. Sargarit? Wenn ihr glaubt, das hilft, Arzal. Wieso muss ich Azal an Azrael denken? Vielleicht vom Namen her? Ja, Blutwacht haben wir hier nie gequestet. Also wir haben jetzt auch keinen Ruf, dass wir irgendwie hier ehrfürchtig sind bei Exodus. Wir sind einfach nur freundlich. Vorher muss man immer den Ruf haben, Maximallevel sein, also relativ hoch sein vom Level her, dass man, also mindestens Level 60 her sein, dass man die Quest dann auch machen kann. Beginnen wir mit der Suche. Wenn hier... Muss ich auch nochmal umändern. Zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche 150, das geht gerade runter.
kein Ziel. Ich falle. Kann sich aber auch nicht entscheiden, ob er jetzt runtergeht vom Wert oder hochgeht, ne? Alle Eindringlinge werden vernichtet. Leute, ihr nervt. Ich will doch nicht das Ding hier suchen. Der wird immer kleiner statt größer. Jetzt habe ich hier gar nichts. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Und das Ganze dann dreimal. Oh, solche Büsse mag ich überhaupt nicht. Ich 117. So, in die Richtung war gerade fast 150. 24, 23, 22. Jetzt geht's schon wieder runter. Und halt irgendwo hier, ne? Beweise. Die Karte ist riesengroß, aber find mal Beweise. Über 130. Nicht so schnell nachspawnen werden, wäre das gar nicht so schlecht. 149. Das ist doch gerade 149. Ah! Ein Tarnzauber? Feige Legionstaktiken. Warum habt ihr den zuvor nicht gesehen, Wellen? Ich weiß nicht, doch wir müssen ihn zerstören. Ich muss mich hier durchprügeln. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber er steigt auch gerade nicht von der Punkte her. Habe ich noch andere Gebiete? Ne, ich habe nur dieses eine Gebiet. Doch, jetzt geht er wieder hoch. 82, 85, 150. Dann geht er wieder runter. Steigt, 22. Hier, ah, guck mal hier. Dann sieht sie auf dem Boden. Ihr habt es zugelassen, dass Teufelskondensatoren die Verderbnis auf der Blutmythos-Insel verbreiten? Warum? Um die Rangari zu schützen, holte ich sie von der Blutmythos-Insel. Ihr Leben war mir mehr wert. Ich stehe dazu. Hat sich hier zu bemeckern, sollte man halt überlegen, was man hätte tun können. So, jetzt weiß ich ja ungefähr, wie das Ding aussieht. Das heißt, ein grüner Kristall im Boden. Dann wissen wir genau, was wir brauchen. Ist irgendwo hier. Da ist der nächste. Guck mal, jetzt sehe ich auch gerade, dass da so grüne Pfeile rübergehen. Also irgendwo hier müsste, da ist er doch. Wir sind im ersten direkt vorbeigelaufen. Das war's. Der Sargeritsch-Splitter zeigt hier keine Energien mehr an. Stimmt. Wir sollten ihn Arsal im Nordlager zurückgeben.
Dieses Satyrlager wirkt verlassen. Aber die Teufelsresonanz ist hier stärker als irgendwo sonst auf der Insel. Das Licht wird euch den Weg leuchten. Tausende Jahre jagten wir unsere eigenen Leute. Es könnte... Es ist zu still. Rechnet mit einem Hinterhalt. Das ist bestimmt noch einer. Etwas ist hier verborgen und ich werde es finden. Tut, was ihr müsst, Arsal. Wir werden euch folgen. Maladath Enkil, Ma'ef Rakatiros. Weitere Teufelskondensatoren. Vergraben. Überall. Hunderte von ihnen. Wir müssen schnell handeln. Ruft Romul. Wir brauchen seine Hilfe. Champion. Ich bin gerade mit Vorbereitungen beschäftigt. Was braucht ihr? Romul, schickt sofort einen eurer Generatoren zur Position des Champions. Was? Ja, Prophet. Sofort. Berechne Transport. Generator ist unterwegs. In dieser Welt ist Böses. Hatun und ich überladen den Generator. Der Satyr wird den Energieanstieg spüren. Champion Arzal, haltet alles auf. Nein! Mit Vergnügen. Ich glaube, wir schicken dich besser als die anderen beiden gerade. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Zuerst etwas angesehen. Sterben! Ihr stört meine Pläne nicht noch einmal, Drenai. Meine Magie hat dieses Land erobert und wird bald jede Seele eurer Stadt verschlingen! Diese Bedrohung überstieg alles, was ich erwartet hatte. Doch gegen uns konnten sie nicht bestehen. Die Verderbnis ist fort. Die Blutmythos-Insel kann endlich heilen. Und unsere Völker auch. Gemeinsam. Viele zählen auf euch. Das Licht wird euch den Weg. Nun, ich... habe euch nicht nur für diese Mission nach Azeroth gerufen, sondern auch für das Tishamat. Das Tishamat? Ich danke euch, aber meine Anwesenheit würde einen Schatten auf dieses Sakrament werfen. Das erste Sakrament des Tishamat fordert uns auf, uns den Schatten unserer Vergangenheit zu stellen. Ich lade euch ein. Wie ihr wünscht, Prophet. Hatun, es mag wie eine leere Geste wirken, aber bitte lass uns reden. Das Tishamat verlangt, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Ich werde darüber nachdenken. Lasst uns gehen. Ich muss sagen, die ist relativ kurz, ne? Wenn man jetzt so denkt, das war jetzt bisher nicht so interessant. Ich fand das bei den Trollen irgendwie besser gemacht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich eigentlich Hordenspieler bin und kein Allianzspieler.
Irgendjemand hier, den wir kennen? Das sind eigentlich wahrscheinlich alles Fremde, ne? Wo ist der Verteidiger? Eine Verteidigerin? Hauptmann? Guck mal, Tyrus Wache, die kennen wir doch. Die kennen wir. Ich bin da, wenn ihr. Der sagt mir auch was, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich den zuordnen soll. Da sind schon ein paar dabei, die mir so von dem Namen schon sowas sagen, aber die Zuordnung fehlt dementsprechend. Aber es fehlt mir noch jemand. Ist die doch da? Sonst Modifizierer? Was? Ach so. Was hast du denn hier zu verkaufen? Nix. Was ist das? Marke des Style-Checks. Ach so. Sind solche Sachen. Aber ich suche eigentlich hier ein bestimmtes. Dass der Generator aus gutem Grund inaktiv ist. Nein, lasst es lieber. Ich will es nicht wissen. Ist ein Generator je aus gutem Grund inaktiv? Wir begrüßen eure Hilfe. Ihr werdet Veränderung bewirken. Ihr werdet als unser Tishatan dienen. What? Dem Erinnerungshüter des Tishamat. Eine ernste Rolle. Sammelt die Gedächtnissteine unseres Volkes in diesem Behälter. Bringt sie zur Flamme der Begnadigung und heilt unsere Lasten. Okay. Ich höre zu. Sprecht. Unsere Feinde werden leiden, wie wir gelitten haben. Kommt da jetzt was? Ohne Glauben ist der Kampf schon verloren. Ihr wolltet mich sprechen? Wählen? Ja, genau. Zu einem Thema von höchster Wichtigkeit. Aha. Ist für euch nicht alles von höchster Wichtigkeit? Ich schätze schon. Ich hatte gehofft, dass wir uns versöhnen und zu gegenseitigem Vertrauen zurückkehren könnten. Manche Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Doch Argus ist weit entfernt, wie ein anderes Leben. Wir haben uns einst vertraut. Wir waren auch einst jung und närrisch. Das waren wir. Hätten wir gewusst, was wir heute wissen. Atun, ihr wart immer der Beste von uns. Ich habe eure Weisheit vermisst. Kommt, dient wie einst an meiner Seite in unserem Rat. Wir brauchen... Ich brauche einmal mehr eure Führung. Wellen, ich... Ihr müsst nicht jetzt antworten. Genießt das Tishamat. Für euch wird immer ein Platz frei sein. Wenn ihr wollt. Danke. Ich werde darüber nachdenken. Ja, ja, Arkenon Poros. Unsere Zeit ist gekommen. Möge die Legion vor euch. Gut, die beiden kennen wir ja, ne? Wen haben wir denn noch? Kann ich den zumindest das aufmauten? Jawohl. Ich schon so schicke. Oder ist das jetzt die Rüstung der Drehnei, dass ich jetzt anhab? Wenn das das wirklich ist, dann finde ich das echt doof. So, wen haben wir denn hier?
Diese Welt ist so verwirrend. Leicht gerüstet und mobil. Wie? Den Bogen hätte ich gerne. Und den Anzug hier mit der Maske. Den hätte ich auch ganz gerne. Als Teemok oder so. So, wo sind denn die anderen? Die sind alle hier verteilt. Wen haben wir denn noch? Da vorne haben wir noch einen. Ich werde euch anhören. Hütet euch vor Fremden, die Macht und Stärke versprechen. Möge das Licht euch beschützen. Wir finden noch 3 Steine. Leute, gebt mir eure Steine. Oder gleich euer Geld. Ich nehme auch euer Geld. Den haben wir hier. Ach, der verlorene Ring. Der irrende Ring. Ja, den kennen wir natürlich auch. Wir dürfen nie vergessen. Den kennen wir natürlich auch. Akama! Den habe ich jetzt nicht hier erwartet. Euch vertraue ich. Ja, guter Akama. Aber mir fehlt immer noch, noch ein Charakter. Dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber ich glaube, die ist gerade in Draenor unterwegs. So, da oben. Ist sie doch da? Nein. Möge das Licht euch umarmen. Möge eure Familie gesehen. Ganz ehrlich, ich finde jetzt die. Okay, jetzt, das ist es nicht, weil ganz ehrlich, ich finde das jetzt, was ich jetzt hier anhab, nicht unbedingt als Traditionsquestreihe schön. Also als Item zum Transmorgen. Also meins wäre es jetzt in dem Fall nicht. Das Licht segne euch. Okay. müsst erst euren Namen auf den Stein schreiben. Voice Hexe von Exodar, Draenor, Argos, Büßerin, Konstrukteurin, Seelenpriesterin, Netherfürstin, Netherfürstin. Ein alter Heimat, jemand, der mir nahe stand, ein geliebter Gegenstand, eine vertraute Chance, eine vertane Chance. Das, was ich nicht beherrschen konnte, ein Moment, der zu schnell vorbei war. Legion getan habe. Nein, wir schreiben werft nicht. Werft die Steine in die Flamme der Begnadigung. Spürt ihr Gewicht von eurer Seele verschwinden, während sie brennen. Es ist wie in Diablo 4, ne? Dass uns die Lasten genommen wurden. Die Zeremonie kann beginnen. Alte und neue Freunde. Da solltest du auch Arcoins bekommen, was? Und? Nein, ist es echt das Dingen? What? Das ist die Traditionsrüstung der Draenei? Boah, bin ich gar nicht begeistert von. Trennen Freunde! Draenei, leiht uns eure Aufmerksamkeit. Die Zeremonie wird bald beginnen. Wie finde ich jetzt, also, ich weiß nicht, auf Allianzseite verkacken sie es immer. Bei den Zwergen, die sah ganz cool aus, auch bei den Dunkeleisen, aber bei den Draenei, das da? Nicht jeder, der wandert. Für viele von euch ist dies das erste Tishamat. Das letzte liegt weit zurück. Nur wenige erinnern sich daran. Aber selbst hier, an anderem Ort, zu anderer Zeit, bleibt seine Bedeutung gleich. Die Vergangenheit muss ruhen, um die Zukunft zu ergreifen. Wir müssen nicht mehr verstreut um Argos trauern. Wir errichten eine Stadt auf der Asche unseres Exils. Endlich sind wir zu Hause.
begrüßen eure Hilfe. Ohne euch hätte es diesen Moment nicht gegeben, Champion. Die Legion wurde durch eure Hand zerschlagen und unser Volk als Einheit neu geschmiedet. Zum Dank überreichen wir euch als Paragon unseres Volkes ein heiliges Gewand aus wertvollen Materialien von Argus. Atar Vahishar. Hier gibt es mehrere, sehe ich gerade. Mat Irem Ita. Unter dem ewigen Himmel wandeln wir gemeinsam. Ja, muss sagen. Ist jetzt nicht so der Burner gewesen, die Questreihe und auch das Ganze drumherum, das ganze Tamtam. Fand ich jetzt nicht so toll. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich eher Hordenspieler bin, dass mir da die Sachen meistens eher gefallen. Na gut, okay. Dann sind wir damit auch durch.